Tja, dann mal schauen. Executor Palin. Ach, guck mal, den haben wir doch schon getroffen, oder? Oder vertue ich mich jetzt? Waren wir nicht bei dem vorhin? Er ist an uns vorbeigespawnt. Wahnsinn, reden wir nochmal mit dem. Saren verschweigt etwas. Lassen Hallo. Sie Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Na gut. Commander Shepard? Garus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Okay. Ich mag dich, weil du Saren nicht magst. So wirkt es zumindest. Klingt, als wollten sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spekter. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Okay. Sie wollen den Rat nicht warten lassen. Okay, okay, okay. Ja, ich gehe ja schon. Na gut. Ach, Garrus. Später. Entschuldigung, kleiner Fanboy im Moment. Werdet ihr noch früh genug sehen, keine Sorge. Ja, dann, da ist wieder Transrapid-Reisendings irgendwas. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Was? Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen, aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten, danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Okay. Kleines Streitgespräch am Rande anscheinend. Na gut. Ja, Transrapid brauchen wir nicht. Captain Anderson. Na, Hallöchen. Hi. Na, wie geht's dir? Oder ihn, Sir. Entschuldigung. Will der hier korrekt bleiben? Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spekter und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Ach so. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Nee, ich antworte mal lieber nicht so böse. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Ja, Beleidigung typisch. Nee, da bleibe ich jetzt gerade lieber neutral. Ich will es ja nicht hier ausreizen. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Das sagst du. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Richtig. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit. Und meine. Tja, wir finden schon Beweise, genau. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Puh, nein. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Tja. Vielsagender Blick, ja. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Guild belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat.
Dieses Treffen wird vertagt. War jetzt ja nicht so erfolgreich, wa? Nee, nicht so ganz erfolgreich, würde ich mal behaupten. Aber naja, gut. Kriegen wir noch hin. Es war falsch, sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Meinst du? Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Ja, genau. Woher kennt der Captain denn eigentlich? Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Und es lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn. Und er muss aufgehalten werden. Und das heißt jetzt was? Was machen wir jetzt? Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus? Dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Tja, reden wir mal mit dem, würde ich sagen. Keine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ja, genau so. Wir sind dran. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Ja, das haben wir schon mal gehört davon. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Ja. Er sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Ja, immerhin wissen wir schon mal, wo der ist. Ich hatte ja nur nicht mit dem geredet. Fragen wir mal eben nach der Verbindung hier. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Ja, ich auch mit Sicherheit nicht. Er ist ein Monster. Ich sag's mal. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege. Es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber ja, nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank. Wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Puh, ja, das wird dann nicht unbedingt leicht werden. Oh Gott, so viele Sachen. Fragen wir mal eben nach dem Shadow Broker. Erzählen Sie mir mehr vom Shadow Broker. Er ist der Blutegel der galaktischen Politik. Der Kauf und Verkauf von Informationen ist Teil des politischen Spiels. Und der Shadow Broker ist der beste Spieler von allen. Er verkauft immer an den höchsten Bieter. Und er lässt sich nie persönlich involvieren. Er ergreift niemals Partei. Ein einfaches System. Aber es funktioniert. Er stellt keine Bedrohung dar, zumindest keine direkte. Okay. Er ist nur eine Informationsquelle für alle. Oder sie ist es. Oder sie alle. Keiner kennt die wahre Identität. Was ist mit Balafon, mit dem wir reden sollen? Erzählen Sie mir bitte mehr über Balafon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadow Broker mit ihm gearbeitet. Okay, ja, das klingt natürlich sinnig. Rat und Botschafter, fragen wir doch mal danach noch eben. Unser Botschafter scheint Probleme mit dem Rat zu haben.
Er ist nur frustriert. Der Rat wird nicht müde zu betonen, dass wir Teil der galaktischen Gemeinschaft sind. Allerdings mit vielen Pflichten und wenig Rechten. Sie verlangen von uns, dass wir unsichere Gebiete wie den Skyldianischen Randsektor und die Attika-Traverse besiedeln. Aber wenn es Ärger gibt, dürfen wir keine Hilfe von ihnen erwarten. Es ist allgemein bekannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen ständigen Sitz im Rat bekommen. Und der Botschafter ist der Meinung, dass dies bereits überfällig ist. Ich teile übrigens seine Meinung. Wir sind so unabhängig. Ich sag es mal. Vielleicht würden sie uns den Sitz eher gewähren, wenn wir mehr mit den anderen Völkern kooperieren. Aber natürlich, kein Problem. Wenn wir alles täten, was sie von uns verlangen, würden wir sofort einen Sitz im Rat bekommen. Allerdings wäre das ein schlechtes Geschäft für uns. Ist das so? Ich kann ihre Seite ja verstehen. Sie wollen nicht, dass wir den Rat dominieren. Der Rat basiert schließlich auf Kooperation und Bündnissen. Aber wir müssen auch an unsere eigenen Interessen denken. Ja gut, aber ich glaube, da haben wir dann einen Vorteil, ne? Bisher habe ich ja eigentlich so mit jedem mich so ein bisschen unterhalten, mal mich so auf jedes Volk ein bisschen eingelassen. Das möchte ich auch weiterhin durchziehen. Und wenn es schon allein deswegen ist, dass ich es auch interessant finde, ne? Ich meine, man hat ja nicht so ein Universum voller Rassen und beschäftigt sich mit keiner davon. Das wäre ein bisschen schade. Fragen wir mal, was mit diesen Harkin ist. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert. Oh. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Oh. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Moment, also wurde er gedeckt, oder wie? Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadell-Sicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Ach, you don't say. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadell-Sicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Das ist natürlich eine gute Sache. Er ist ein schmieriger Mist. Nein, falsch. Falsches gewählt. Ja, ich skipp das ganz kurz. Entschuldigung. So, untersuchen. Erzähl mir mal eben was zu den Spectres nochmal. Ja, ich weiß ich. Mehr über die Spectres erfahren. Das interessiert mich noch eben. Sie sind eine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Okay. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Das ist ja auch so viele Optionen auf einmal, ne? Wenn einer zu weit geht, wie sind sie organisiert? Wie wird man Spectre? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man Sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wie ist die Organisierung? Wie sieht die Kommandostruktur aus? Es gibt keine Kommandostruktur. Jeder Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Okay. Spectres haben viel Macht. Ja, dann schließt sich die Frage ja passend an, was ist, wenn einer zu weit geht? Was haben wir ja gerade. Wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren. Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Ja, und passend darauf, das ist legal alles? Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen gibt. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Aber der Rat ist auf sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Das ist aber auch eigentlich gar nicht mal so ganz verkehrt. Also das Prinzip finde ich nicht schlecht.
Gut, ja, mehr zu erzählen hat er uns nicht. Dann gehen wir mal. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Danke. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Das ist beruhigend. So, Codex, Tagebuch, sonst was. Jetzt muss ich mal eben auch ganz kurz eine Kleinigkeit gucken. Einerseits, so, schauen wir nämlich mal eben hier beim Squad. Na, guck mal, da können wir ein paar neue Punkte verteilen. Das klingt doch sehr gut. Was war denn Sturmangriff nochmal erhöht? Nahkampfschaden, Waffenschaden ist nicht schlecht. Verbessert Gesundheit und alles. Ja, was ist das hier? Drei Punkte haben wir, ja. Adrenalinschub setzt Abkühlungszeiten für alle Fertigkeiten zurück, die dann sofort wieder eingesetzt werden können. Ach, das ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? So, ich nehme das mal. So, bei unseren Homies bin ich gerade wieder ein bisschen faul. Der hat zwei Punkte, komm, da kriegst du Elektronik freigeschaltet, okay. Überlastung, feindliche Schilde in einem bestimmten Radius werden beschädigt, okay. Mal eben kurz gucken, was ist denn Elektronik? Verbessert die Stärke der Schilde, erhöht den wiederherstellbaren Anteil bei der Reparatur von Fahrzeugen. Mittels des Talents Elektronik können Objekte repariert oder kurzgeschlossen werden. Okay, 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 ja. So, und du hast auch nochmal zwei Punkte. Adrenalinschub, kriegst du auch dabei. Na gut, ja, das passt schon. Bei denen bin ich einfach mal faul. So, und dann würde ich sagen, speichere ich auch an der Stelle einmal manuell. Machen wir mal einen neuen Spielstand. Mir sind ja schon des Öfteren auch mal Aufnahmen abgeschmiert. Nicht, dass ich da jetzt was überspeichere und dann muss ich immer alles ganz von vorne machen. Das wäre ein bisschen ätzend. So, was haben wir hier hinten? Da ist einer von denen. Hier kann ich nirgendwo mehr hin, ne? Nee, okay. Da scheint alle zu sein. Da ist alles alle. Tja, dann gehen wir einfach mal wieder. Haben wir eine Menge Leute, mit denen wir quatschen sollen. Was? Der da drüben, beim Keeper. Der da drüben beim Keeper. Du warst, glaube ich, nicht gemeint. Da wird wohl der mit gemeint sein. Guten Tag. Was? Oh nein! Ich wollte nicht. Schon gut. Was denn? Also, was kann ich für Sie tun? Verfolgst du die Keeper? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich... Ja. Also, ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Okay, und das solltest du warum nicht? Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Warum lügst du uns dann an? Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Okay. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Kein Interesse, ich möchte helfen. Aber wir wollen immer allen helfen, na klar. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Richtig. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ja, ich bin ich von bin Allianz. Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ja, Allianzversicherung. Kennt man. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Ach so. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ja, cool. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Cool. Warum machst du das eigentlich? Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Okay, ja, verstehe. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Ja, dankeschön. Die sehen auch witzig aus. Auch eine schöne Rasse. Ja, dann können wir ja direkt mal scannen. Cool. Geld. So, Moment. Da oben hatten wir doch auch noch einen. Dann gehen wir doch nochmal eben zurück, wo wir schon hier sind. Ich warne schon mal vor. Ich bin jetzt nicht so der Yay, alles auf 100% spielen Typ. Also inwiefern wir hier alles kriegen, kann ich hier irgendwas, hier kann ich nichts machen, ne? Ich war nur mal neugierig. Ist hier drüben irgendwas? Wir haben ja gerade auf der anderen Seite geguckt, ich schau mal eben. Bin halt neugierig.
Da ist nichts. Das hat sich super gelohnt. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Können wir mal den Keeper da noch scannen? Oh Gott, jetzt habe ich mir überhaupt nicht gemerkt, wo die alle waren, die ganzen Keeper. Keeper, jawohl, den würde ich gern scannen. Auch einmal Geld. Ist nicht viel, aber es sind auch immer ein paar Erfahrungspunkte, also mein Gott, ne? Nehmen wir halt einfach mal mit, würde ich sagen. Komme ich da runter oder laufe ich gerade in eine Sackgasse? Ich laufe in eine Sackgasse. Entschuldigung. Wollte euch nicht schubsen. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Würde ich mal sagen. Den haben wir. Kommt man da noch irgendwo hin? Ich gehe noch mal eben ganz kurz gucken. Aber ich möchte eigentlich auch ein bisschen die Story jetzt mal vorantreiben, weil wir, glaube ich, jetzt auch hauptsächlich ganz viele Dialoge hier machen. Irgendwann wird es, glaube ich, für euch auch ein bisschen langweilig, so sehr ich ja die ganze Background-Story, Side-Stories und alles. Ich mag es ja schon, aber da verliert man sich auch ein bisschen drin. Mag sein. Aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Aber genau das ist es ja. Man hört es überall. Ja, ja, alles hört man überall. So, die lasse ich auch mal einfach stehen. Ich möchte ja doch ein bisschen weiterkommen. Gott, ich würde gerne schneller rennen. Doof, dass man das nur so im Kampf anscheinend kann. Aber na gut, was soll man machen, nicht wahr? So, nehmen wir erstmal den Aufzug hier. Zum Präsidium, genau. So, dann nehmen wir den mal. Schauen wir mal, was das noch wird. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Habe ich schon mal gesagt, dass Ashley mir echt sehr sympathisch ist? Ich mag die Frau. So, da sind wir auch schon. Sehr schön. Ach, guck mal, da ist der nächste Keeper zum Scannen. Sehr schön. Gut, da ich mir das jetzt ja noch merken konnte, kann ich ihn scannen. Danke. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ich habe gar nichts gemacht. La, la, la. Gut. Tja, dann hätten wir das doch erledigt. Und dann würde ich sagen, Vodafone war doch irgendwo da vorne, ne? Dann gehen wir da erstmal hin. Joggen wir mal elegant hier rüber. Diese Kamera ist irgendwie doof, weil es dann so wunderbar rumruckelt dabei, ne? Das ist irgendwie auch sehr absurd. Gefühlt bewegt man sich nicht schneller, aber es ruckelt irgendwie. Naja. Was soll man machen? So, war das hier? Naja, da ist auch ein Ausrufezeichen. Ja, tatsächlich. Vodafone. Gibt's hier sonst irgendwas Cooles hier drin? Nein? Ja, ein riesiges Büro hier. Ist ja der Knaller. Guten Tag. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Das ist richtig. Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ist das so? Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Wer bist du denn? Erzähl mal. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Vodafone. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Okay, ja, das passt. Wir brauchen auch deine Hilfe. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ja, wie sieht's denn aus? Können wir ein Geschäft machen? Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde Sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Oh, wie nett. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen.
Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Naja, das einen Schaden des anderen Vorteil, nicht wahr? Gut so. Das passiert eben, wenn man mit einem Verräter wie Saren Geschäfte macht. Ganz gleich, wie Ihre Meinung von Saren ist, er ist alles andere als dumm. Er schätzt den Shadow Broker als wertvollen Verbündeten. Es scheint keinen Sinn zu ergeben, ihn zu betrügen. Der Preis für diese Tat muss sehr hoch sein. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Okay. Einen kroganischen Söldner. Können wir da ein bisschen mehr zu erfahren? Das war ja nicht gerade berauschend viel. Ich habe Ihnen gerade offenbart, dass der berühmteste Spectre der ganzen Galaxie den Shadow Broker verraten hat. Eine wertvolle Auskunft, nicht nur gemessen am Preis. Okay. Sie sollten mit dem Kroganer sprechen, wenn Sie mehr erfahren möchten. Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vielleicht noch, bevor er die Akademie verlässt. Was macht er da? Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Citadel-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Okay. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Persönliche Frage, Shadow Broker, Citadel. Ja, befragen wir mal den Shadow Broker nochmal eben. Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Ist das aber nicht meine so? Meine Währung lautet Wissen. Ich habe damit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen. Ja, gutes Karma, nenne ich das mal. Wer ist denn der Kerl? Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadow Broker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Das würde vielleicht sogar Sinn machen, sonst ja. Sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten. Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert. Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Und du weißt nicht mehr, nein? Also du bist quasi sein Handlanger und hast ja eigentlich gar keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass Sie mehr über den Mann wissen, für den Sie arbeiten. Von Zeit zu Zeit komme ich an Informationen, die ich dem Shadow Broker verkaufe. Nur das ist mein Part. Mir gefällt es so. Naja, ist simpel, ne? Je mehr man weiß, desto gefährlicher wird das Spiel. Ich lebe nicht gern gefährlich, Commander. Das überlasse ich Ihnen. Na gut, so, dann komm, dann halten wir uns aber nicht länger auf. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander.